Hallo liebe Freunde, Freundinnen, herzlich willkommen zum jetzt dritten Umsonstzug. Zum dritten Umsonstzug, endlich samstags, ziehen wir durch die Innenstadt. Ich war eben schon mal kurz da, es ist echt richtig voll. Ich glaube, wir werden heute richtig Spaß haben und wir haben auch wieder einen guten Vorrat an Dingen dabei, die die Leute mitgebracht haben, um sie zu verschenken. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis alles vorbereitet ist, bis die letzten Schnittchen geschnitten und geschmiert sind und dann können wir losziehen. Und jeder, der etwas aus den Containern holt, begeht eine Straftat und wir finden, dass es so nicht weitergehen kann, weil es einfach ein Unding ist, dafür bestraft zu werden, dass man verwertbares Essen noch verwertet, was halt von den Produzenten da vorgesehen war, einfach weggeworfen und vernichtet zu werden. Heute sind in der Demo-Menge verschiedene Leute unterwegs, die auch eine Petition mitgebracht haben. So Petitionen sind ja immer so eine Sache, ne? Da setzt man seine Unterschrift drunter und fühlt sich dann gut und vergisst das Thema wieder. Aber wir haben eine Petition vom Bundestag dabei und das Schöne daran ist, wenn 50.000 Leute diese Petition unterschreiben müssen Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien sich mit der Problematik auseinandersetzen und mit den Initiatoren treffen. Die Initiatoren haben eine Gesetzesänderung vorgeschlagen, um eine Änderung im Strafgesetzbuch vorzunehmen. Und dieser Vorschlag muss dann öffentlich diskutiert werden. Das ist das Besondere am Umsonstzug. Hier haben wir eine mobile Verteilung. Sonst ist die Verteilung stationär an einem festen Punkt. Und wir haben noch zwei Schränke in Gießen, die für jeden jederzeit zugänglich sind. MDH für Textilien, MDH für Menschen, MDH für alle, am liebsten auch für Müll. So wie sich alle hier am Umsonstzug beteiligen können und auch beteiligen, indem sie Sachen von zu Hause mitbringen oder eben gestern die Supermärkte besucht haben, als diese zu hatten, um mal zu gucken, was da so in den Tonnen ist. So kann sich natürlich auch jeder beteiligen und hier ans Mikro kommen. Jeder ist eingeladen, sein kostenloses Projekt hier vorzustellen oder seine Meinung kundzutun. Einige von uns waren gestern in Containern und wir haben auch wieder fahrradanhängerweise einwandfreie Lebensmittel abgeschleppt. Mit noch mehr Leuten und Anhängern hätten wir natürlich noch mehr holen können. Das Wesentliche daran aber ist nicht, dass wir dem kapitalistischen System ein paar Bruchteile von Prozentpunkten durch Nichtkonsum derjenigen, die das Container bekommen haben, vorenthalten haben. Und auch nicht, dass wir ein paar oft unter miesen Arbeitsbedingungen produzierte Lebensmittel vor der Verrottung gerettet haben. Obwohl das natürlich auch super ist. Sondern die Bereitschaft mit Gleichgesinnten eine unsäglich bescheuerte Regel gebrochen zu haben. Dass wir zeigen, dass wir nicht mehr gewillt sind, all dies widerspruchslos hinzunehmen. Dass wir Lust auf mehr solche Aktionen haben. Keiner kann in die Zukunft sehen und wir können jetzt anfangen, genau jetzt mehr Sand ins Getriebe zu bröseln, damit das Frösteln abnimmt. Wir würden gefragt, ob wir Exportweltmeister sein wollen, auf Kosten anderer. Militäreinsätze gut finden, Menschen auf dem Mittelmeer untergehen lassen wollen. Wir sind heute hier nicht nur, um Dinge zu verteilen, nein, wir protestieren auch gegen die Kriminalisierung des Containers, aber auch aus aktuellem Anlass gegen eine neue Satzung der Stadt Gießen, die es uns in Zukunft nicht mehr ermöglichen wird,
Straßenmusik zu hören. Straßenmusik gibt es heute nur noch für 100 Euro. Unter anderem bin ich zu den Foodchallen gegangen, habe mir dann ein Tablett mit Tomaten geholt, habe dann so die Idee gehabt, ich gehe in die kleinen Läden und bin rein mit dem Tablett und habe den Mitarbeitern, den Kunden Tomaten angeboten. Und das habe ich so bei 2, 3 weiteren kleinen Läden gemacht und ich habe jedes Mal eine sehr positive Resonanz erfahren. Die Tomaten wurden angenommen, ich wurde gefragt, was wir denn da machen und es sind ein paar kurze, gute Gespräche entstanden und ich habe das ziemlich offenheit erlebt. Wir können Ihnen auch mal zeigen, dass es anders geht. Oh, da sind ja Leute drin im Karstadt. Aber mal ganz nebenbei gesagt, also wir haben zwar die ganze Zeit echt gute Laune und machen hier Stimmung und verschenken Sachen, aber es geht natürlich um viel mehr als einfach nur Dinge zu verschenken. Aber der Karstadt, muss man auch sagen, ist auch ein Symbol natürlich für die Ausbeutung, auf der wir all unseren Konsum und unseren Überfluss haben. Was soll das denn mehr für den Umsonst?